Die IHK zu Schwerin präsentiert Wachstumsregion Westmecklenburg. Herzlich willkommen aus dem Ludwig-Bölkow-Haus, dem Sitz der IHK zu Schwerin. Unser Thema: Ausbildung mit Anspruch, Antworten auf den Fachkräftemangel. Unsere Gäste: Carsten Malschowski, er ist Werksleiter Schwerin-Schöller-Alibert GmbH, und Peter Tott, er ist stellvertretender Hauptgeschäftsführer der IHK zu Schwerin und verantwortet den Geschäftsbereich Aus- und Weiterbildung bei der IHK zu Schwerin. Aus dem Ludwig-Bölkow-Haus in Schwerin, dem Sitz der IHK, begrüßt Sie Thomas Böhm. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Sendung Wachstumsregion Westmecklenburg, auch von meiner Seite. Wir steigen gleich ein ins Thema mit einem kleinen Überblick über die Situation und mit einer kleinen Umfrage, was die Zufriedenheit unserer Auszubildenden anbelangt. Auszubildende sind Mangelware in Mecklenburg-Vorpommern. Nahezu jeder zweite Ausbildungsplatz konnte 2018 nicht besetzt werden. Die Wirtschaft schlägt Alarm und in manchen Branchen kriselt es regelrecht. Viele Unternehmen versuchen, mit bestmöglichen Bedingungen für den Nachwuchs zu punkten. Zufriedene Azubis sind Gold wert. Die jüngste bundesweite Umfrage hat gezeigt, dass die Auszubildenden zufrieden sind, auch in MV. Die Ergebnisse hat die IHK Neubrandenburg vor kurzem in der Landespressekonferenz im Schweriner Schloss präsentiert. Knapp 3/4 der befragten Auszubildenden meinten, den Wunschberuf in ihrem Ausbildungsbetrieb zu lernen. Jeder sechste Azubi hat bereits eine Ausbildung absolviert oder aber auch abgebrochen. Bei der Berufswahl spielen bei den meisten nach wie vor die Empfehlungen der Eltern eine entscheidende Rolle. An zweiter Stelle steht das Internet. Die IHKs beklagen bei den Jugendlichen trotzdem einen deutlichen Informationsmangel. Und ist das so ein Trend, den man beschreiben kann, dass die Auszubildenden oder die künftigen Auszubildenden wirklich warten bis zum letzten Tag nach dem Motto, könnte sich ja noch was Besseres ergeben? Das ist der Trend, der sich in den letzten Jahren wirklich entwickelt hat. Wir haben ja immer signalisiert, die Ausbildungssituation ist so gut wie nie. Das führt natürlich zu einer entsprechenden Trägheit bei den jungen Leuten, wenn das Angebot zu groß ist. Wir müssen daran arbeiten, denn wer sich seine eigene Zukunft gestalten möchte, der muss sich natürlich auch entsprechend zeitig entscheiden. Betriebe warten nicht so lange. Wie ist das? Warten Sie auf Ihre Lehrlinge bis zum letzten Tag oder haben Sie die schon ein halbes Jahr vorher sicher? Nein, die Zeiten sind leider vorbei. Auch wir warten bis fast zum letzten Tag. Natürlich sind wir sehr engagiert schon im Vorfeld und versuchen, die Verträge so früh wie möglich zu schließen. Aber die Zeit hat sich wirklich verändert. Es ist, wie Herr Tott sagt, zum Teil schließen wir Verträge kurz vorm Start des Ausbildungsjahres. Ja, Herr Malschowski, wir haben uns bei Ihnen im Unternehmen mal umgesehen, Sie wissen das, und haben natürlich auch nachgefragt, was macht ein Top-Ausbildungsbetrieb eigentlich aus? Liebe Zuschauer, sehen Sie selbst. Paul Winter darf sich gleich zweimal glücklich schätzen. Zum einen studiert der junge Mann momentan Maschinenbau und gleichzeitig lernt er den Beruf des Verfahrensmechanikers für Kunststofftechnik. Paul Winter bereitet seinen Berufsweg beim Weltmarktführer im Bereich Mehrwegbehälter vor. Mehr als 10 Millionen Behälter gehen jährlich vom Band des Schweriner Werks der Schöller-Alibert GmbH in die weite Welt hinaus. Der künftige Ingenieur sammelt hier wertvolle praktische Erfahrungen, die ihm das neunsemestrige Studium an der Hochschule Wismar deutlich erleichtern. Vor allem die betrieblichen Abläufe kennenzulernen, helfen einem sehr beim Studium. Unter anderem auch die technischen Aspekte, die man hier in der Ausbildung mitbekommt, und die Praxiserfahrung vor allem, die man vom Betrieb mitnimmt ins Studium, die technischen Abläufe, die man mitbekommt, die man selbst vielleicht schon einmal durchgeführt hat.
Das sogenannte duale Studium ist eine Weiterentwicklung des klassischen deutschen Modells der dualen Ausbildung. Immer mehr junge Erwachsene wählen ausgerechnet diesen Weg, um ihre berufliche Zukunft besser zu gestalten. Eine Facharbeiterausbildung im Rahmen des Studiums sichert den Studierenden einen doppelten Wert ihrer Qualifikation. Der Weg zu einem sicheren und gut bezahlten Arbeitsplatz ist für sie also umso kürzer. Apropos, die Schöller Alibert GmbH wurde bereits 5-mal als Top-Ausbildungsbetrieb ausgezeichnet. Insgesamt 3 Studierende absolvieren derzeit bei Schöller Alibert das sogenannte ausbildungsorientierte Studium. Einer von ihnen schreibt bereits an seiner Magisterarbeit. Jobs gibt es dann an 12 Standorten von Schöller Alibert in Europa und einem in den USA. Wir haben schon über den Top-Ausbildungsbetrieb gesprochen. Wir haben es eben noch mal in bewegten Bildern gesehen. Was macht es im Unternehmen aus? Es sind ja nicht nur Sie als Leiter, der den Top-Ausbildungsbetrieb vorleben muss, sondern es ist ja ein jahrelanger Prozess. Naja, letztendlich ist es natürlich der Erfolg der sehr engagierten Ausbilder, die wir in dem Betrieb haben, die immer, ich sag mal, up to date sind mit den Kammern, mit, wie vorhin schon erwähnt, mit den Bildungsträgern im permanenten Austausch sind und dies dann auch dementsprechend den Auszubildenden vorleben und dann auch vermitteln. Und gelingt es Ihnen, die Auszubildenden auch über die gesamte Lehrzeit zu halten? Oder haben Sie da auch immer mal Fälle dabei, die dann sagen, okay, ist doch nicht so das Richtige für mich? Also es ist sehr selten, dass jemand abspringt. Es kommt natürlich auch mal vor, aber das ist wirklich ganz, ganz selten der Fall. Die meisten Auszubildenden bleiben bei uns, machen ihre Ausbildung bei uns und wir sind sehr, sehr stolz, dass über 90% der mehr als 60 Auszubildenden, die wir in den letzten 10 Jahren ausgebildet haben, nach wie vor bei uns im Unternehmen sind als Facharbeiter, die sich aber auch weiterentwickelt haben als Meister und als Techniker. Herr Todt, wir haben ganz viele Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern, die wirklich in Bereichen unterwegs sind, wo sie mit zur Weltmarktspitze gehören. Was kann man tun natürlich, um noch stärker darauf aufmerksam zu machen, um noch stärker zu sagen, hier sind auch Top-Ausbildungsbetriebe mit Top-Ausbildungsbedingungen auch. Macht das die IHK in einem gehörigen Umfang? Also wir versuchen das auf alle Fälle zu transportieren. Wir sind in sehr, sehr vielen Schulen der Region unterwegs und wir versuchen ein Bild zu projizieren. Wenn man über die A20 fährt, wenn man über die A24 fährt oder über die A14 in unsere Region reinkommt, dann fährt man als erstes an Gewerbegebieten oder Industriegebieten vorbei, die wirklich super industrielle Entwicklungen haben. Mit den Bildern gehen wir in die Schulen, mit den Bildern gehen wir auch in die Elternabende rein, weil wir schon feststellen, wir verstehen es, wenn die Kinder es nicht wissen, aber wenn die Eltern und wenn auch die Lehrer zu wenig Ahnung haben von den Möglichkeiten der Region, das ist natürlich schade und das müssen wir verändern. Wir organisieren Tage der offenen Tür, wir versuchen auch über Messen entsprechend gegenzusteuern, aber das ist halt ein permanenter Prozess, ein langer Prozess und da haben wir wirklich noch viel, viel zu tun. Liebe Zuschauer, eine der Branchen, die wir angesprochen haben, die unter Ausbildungsmangel klagt, akutem Ausbildungsmangel, das ist das Hotel- und Gaststättengewerbe. Aber auch dort beginnt man natürlich über Lösungen nachzudenken, wie man diesem Mangel Herr werden kann und wie man natürlich lukrativ wird für Auszubildende. Wir waren im Intercity Hotel in Schwerin zu Gast. Die Geschäftsführerin des Intercity Hotels in Schwerin, Astrid Ludwig, weiß, wenn eine Großveranstaltung kurz bevorsteht, zählt in der Küche jede Hand. Auch der Chefkoch gibt zu, ohne die Auszubildenden würde der Hotelbetrieb an manchen Tagen kurz vor der Kippe stehen. So geht es mittlerweile den meisten Dehoga-Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern. Keine Branche leidet so unter dem Azubi-Mangel wie das Hotel- und Gaststättengewerbe. Astrid Ludwig lässt sich deshalb viel einfallen, um Nachwuchs für ihr Haus zu gewinnen und natürlich auch zu halten. Ja, wir sind glücklich, dass wir auch in diesem Jahr wieder einen Auszubildenden gefunden haben, der die Ausbildung zum Koch beginnen wird, weil wir ja auch einen haben, der sie in diesem Jahr, der geht ins dritte Jahr, beenden wird. Und es wird dieses Jahr ein Hotelfachmann bei uns seine Ausbildung anfangen.
Kevin Karsten ist bereits im dritten Lehrjahr und beherrscht die Kunst des Kochens auf hohem Niveau. Der eine oder andere Handgriff sitzt zwar noch nicht ganz perfekt, daran arbeitet aber Kevin Karsten täglich und immer gerne. Er weiß, hier bei Intercity ist er nicht nur zu Hause, sondern seine Leistung wird auch geschätzt. Bestmögliche Bedingungen für Auszubildende, das ist heute das A und O in der Hotellerie. Das Konzept geht aber nur auf, wenn der Nachwuchs genügend eigene Motivation mitbringt. Koch war schon immer meine Leidenschaft, schon von klein auf habe ich gerne gekocht. Und ich wollte einfach mein Hobby sozusagen zum Beruf machen. Und besonders gut gefällt es mir hier, weil wir ein sehr zielorientiertes Team sind. Wir arbeiten alle gerne zusammen und ja, das lässt so manchen stressigen Arbeitstag manchmal auch vergessen. Klares Konzept, Flexibilität und Herzlichkeit. In Schwerin ist es das Erfolgsrezept in Sachen Nachwuchsgewinnung. Aus der Umfrage haben wir es mitbekommen, aus der großen IHK-Umfrage, was die Zufriedenheit der Lehrlinge anbelangt. Was muss passieren? Was muss auf Landesebene passieren? Und natürlich auch auf Bundesebene, um natürlich auch strukturschwache Regionen in Mecklenburg-Vorpommern und in anderen Landesteilen auch für Auszubildende lukrativ zu halten? Junge Leute entscheiden sich für einen neuen Ausbildungsberuf, für ein Ausbildungsverhältnis, gehen dazu zu ihrem Ausbildungsbetrieb. Das hat häufig schon mal mit einer örtlichen Veränderung zu tun. Und wenn Sie dann noch weite Wege zu Ihrer Berufsschule zurücklegen müssen, dann schmälert das natürlich die Attraktivität der Berufsausbildung ganz erheblich. Also das Wichtigste für Mecklenburg-Vorpommern ist erstmal eine stabile Struktur der beruflichen Schulen. Die scheinen wir zurzeit zu haben. Das heißt also, Konzentrationsprozesse sind weitgehend eingestellt. Und was wir jetzt natürlich brauchen, dass die Berufsschulen so ausgestattet werden, dass sie stabil funktionieren. Das heißt ausreichend Lehre, gute technische Ausstattung. Und was natürlich auch für unsere Unternehmen und im Speziellen für die Auszubildenden ganz wichtig ist, dass sie dabei unterstützt werden, dass sie auch zu den Berufsschulen kommen. Also hier reden wir über die Fahrtkostenrichtlinie des Landes. Wenn das Land Mecklenburg-Vorpommern eine bestimmte Struktur an Berufsschulen schafft, dann muss sie auch dafür die Kosten übernehmen, dass die Auszubildenden diese Berufsschulen auch erreichen können. Und ist das Land bereit? Wir haben jetzt in diesem Sommer eine Anpassung der vorhandenen Richtlinie bekommen. Vorher war es eine Einstiegsgröße von maximal 500 Euro für eine Ausbildungsvergütung, um diese Förderung nutzen zu können. Das hat für die IHK-Berufe im Regelfall nicht geklappt, weil wir meistens mit der Ausbildungsvergütung darüber liegen. Jetzt gab es eine Anpassung auf 600 Euro. Das ist schon mal ein erster Schritt, aber es kann natürlich wirklich nur ein erster Schritt sein. Das muss nochmal deutlich angehoben werden. Herr Matschowski, ist das ein Problem bei Ihnen im Unternehmen? Das heißt, dass die Lehrlinge darüber klagen, dass die Wege zur Theorie meinetwegen zu weit sind? Ja, definitiv. Also wir haben gerade im Bereich der Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik die Situation, dass unsere Auszubildende 180 Kilometer fahren müssen zur Berufsschule. Da nutzt es uns auch wirklich nichts, wenn wir finanziell oder die Auszubildenden finanziell, die von uns sowieso schon gefördert werden, auch für den Weg unterstützt werden, sondern wir brauchen die Schulen vor Ort, dort, wo die Industrie ansässig ist und das Land sehr erfreulich, sehr erfolgreich, bringt ja immer mehr Kunststoffunternehmer auch hier nach Schwerin. Dann muss man dann schon mal die vorhandenen Strukturen analysieren, ob es dann nicht sinnvoll ist, auch hier in dem Umkreis eine Berufsschule zu finden, die dieses Fachgebiet mit schult. Die Ausbildungsberufe entwickeln sich ja, das heißt auch dort finden Veränderungen statt. Liebe Zuschauer, kennen Sie die Kruse Möbelspedition GmbH und Co. KG? Wir haben uns bei dem Unternehmen vor Ort umgeschaut, was dort so ausgebildet wird und was die neuen Ansprüche auch an die Auszubildenden sind. Wurde die Firma Friedrich Kruse Möbelspedition in Schwerin gegründet. Das traditionsreiche Familienunternehmen besteht noch immer und wächst.
Wie auch vor knapp 150 Jahren steht hier Spedition im Mittelpunkt und Ausbildung war schon immer ein Teil des Geschäftes. 12 Azubis sind derzeit im Unternehmen in der Lehre, dabei kommen immer mehr Bewerber aus dem Ausland. Mit der jetzigen Nachfrage nach Ausbildungsplätzen ist Bernd Kruse im Großen und Ganzen zufrieden, denn die Logistikbranche boomt und bietet spannende Berufsperspektiven. Durch das Wachstum der Bereiche, in denen wir tätig sind, kommt es dazu, dass also der Bedarf an Leuten permanent steigt. Unsere Auftraggeber verlangen von uns Service, Qualität und pünktliches Liefern. Durch die Mengen, die wir zu bewältigen haben, haben wir einen sehr hohen Personalbedarf. Was im 19. Jahrhundert nur mit Pferdekutschen funktionierte, erledigen jetzt 18 firmeneigene Lkw und insgesamt 65 qualifizierte Mitarbeiter. Doch vor allem veränderte sich das Berufs- und damit auch das Ausbildungsbild. Was bei der Spedition Kruse im Mittelpunkt steht, heißt heute Fachkraft für Möbel, Küchen- und Umzugsservice. Über Transport, Montage und Anschluss vereint der Beruf viele Gewerke. Mit dem ungewöhnlichen Ausbildungsangebot Alleskönner gewinnt das Unternehmen erfolgreich die Jugend Jahr für Jahr. Der Auszubildende lernt in seiner Ausbildung nicht nur das Vertragen von Möbeln, sondern unter anderem auch das Anschließen von Waschmaschinen, das fachgerechte Anschließen von Küchen, Spülen beispielsweise, Elektrogeräten, dieses alles ist in der Ausbildung enthalten. Weiterhin das Aufbauen von Möbeln, Schränken, Anbauwänden sowie das Aufbauen von Kücheneinrichtungen. Die Spediteure im Land wünschen sich mehr Werbung für den immer noch viel zu wenig bekannten Beruf des Alleskönners. Wer diesen aber erst einmal für sich entdeckt hat, erlernt ihn dann mit Begeisterung. Herr Todt, wie entstehen neue Ausbildungsberufe? Man hört es ja immer wieder, dass auch die Wirtschaft da sich wandelt und neue Profile gefragt sind. Die Bedarfe, die Vorstellungen kommen direkt aus der Branche. Dazu haben wir bei uns in der Industrie- und Handelskammer den Arbeitskreis Bildung, den Berufsbildungsausschuss. Das Gleiche gibt es auch auf Bundesebene, denn diese Modernisierungen werden immer durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung quasi in Auftrag gegeben, durch das Bundesinstitut für Berufsbildung umgesetzt und es erfolgt immer eine paritätische Zusammensetzung von Arbeitgebern und Arbeitnehmern, also wirklich Profis aus der jeweiligen Branche, die die Anforderungen der Unternehmen kennen. Ja, wenn Sie noch mal einen Tipp geben sollen, von Unternehmer zu Unternehmer, wie geht man am besten mit Auszubildenden um? Fasst man die mit Samthandschuhen an oder muss man da kräftig zulangen? Na, ich glaube, da gibt es keinen generellen Tipp. Das muss jedes Unternehmen für sich in seiner Branche selbst bewerten, wie man damit umgeht. Ich glaube, offen sein für Neues ist ganz wichtig für den Unternehmer, genauso wie für den Auszubildenden. Und ich sag mal, was man sicherlich pflegen muss, um eine vernünftige Ausbildung über 3, 3,5 oder im Fall eines dualen Studiums über 4 oder 5 Jahre hat, ist ein Pflegen von Netzwerken. Ja, liebe Zuschauer, Ausbildung wird ein Dauerbrenner bleiben in Mecklenburg-Vorpommern, auch hier in Westmecklenburg natürlich. Sie sehen aber die Unternehmen und die IHK zu Schwerin, die denken darüber nach, wie die Situation zu verbessern ist und wie man natürlich auf der einen Seite Angebote an die Politik machen kann, aber auch natürlich Angebote ganz konkret an Unternehmer und Lehrlinge, um auf diesen Ausbildungsmangel im Land zu reagieren. Wir danken Ihnen natürlich fürs Diskutieren und wir danken Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn es hier wieder heißt Wachstumsregion Westmecklenburg. Die IHK zu Schwerin präsentiert Wachstumsregion Westmecklenburg. Wachstumsregion Westmecklenburg, das Wirtschaftsmagazin in Zusammenarbeit mit der IHK zu Schwerin.